Herzlich willkommen zurück bei Anachronox. Wir waren das letzte Mal. Ich höre mich jetzt erstmal wahrscheinlich ganz anders an, weil eben so vorgestern mein Headset den Level abgegeben hat und ich mir jetzt erstmal. Und da das alte Logitech war, konnten die es nicht mehr umtauschen. Keine Ahnung. Das alte G930 und war halt damals auch wirklich ein Restbestand, als ich es mir gekauft habe. Dass das Ding eigentlich trotzdem nur so kurz gehalten hat für den Preis, finde ich sehr, sehr schwach. Vor allem, ich weiß, Logitech hat einen extrem guten Ruf. Ich habe es jetzt nur mit Logitech Scheißerfahrung gemacht. Ich hatte mal einige Force Attack Joysticks, davon habe ich 3 Stück in einem Jahr gekillt. Das hatte ich vorher noch nie. Gut, zurück zu Anachronox. Hier waren das letzte Mal. Dabei unterwegs, blub. Dabei beschäftigt, was waren wir beschäftigt? Die 6 Perlentypen zu suchen. Genau, die Verbündeten des Hohen Rates. Um zu wissen, was wir denn jetzt nun wählen sollen. Ich glaube, als erstes ist es nicht mal schlecht, wenn wir uns deswegen hier das hacken. Denn hier im Hotel wohnt eine dieser Verbündeten des Rates. Eigentlich will uns die Wohnungsnummer nur für 100 Lunis geben. Vielleicht können wir ja 100 Lunis sparen. Ich glaube nicht, dass wieder der direkte Weg geht, deswegen. Mist. Warum kann ich das jetzt wieder nicht austauschen? Jetzt, ja, die Aufnahme fängt ja gut an. Ich hoffe übrigens, dass das Mikrofon hier vernünftig ist. Ich habe es ein paar Mal getestet, hatte ein leichtes Knistern und Rauschen im Hintergrund. Das hat mir nicht so gepasst. Allgemein musste ich bei dem Headset einige Einstellungen vornehmen. Das ist jetzt ein Creative. Ich habe mich wieder zu Creative eingelassen, weil ich mit meinem allerersten vernünftigen Gaming-Headset auch ein Creative hatte und das eigentlich extrem geil war, dafür, dass es relativ günstig war. Bis es da mal eine Katze getötet hat. Also die Katze hat das Headset getötet. Ich kann mich nicht mit der Hotelregistrierung verbinden, nur damit du es weißt. Okay. Ja, dann müssen wir den Herren. Hier haben wir noch so einen Anschalter. Lass mir das. Probieren wir das mal hier noch. Ach, verdammt. So rum geht's. Ich kann mich nicht mit der Hotelregistrierung verbinden, nur damit du es weißt. Ja gut, dann müssen wir dem wohl Geld zahlen. Wollen Sie wissen, wer sich noch alles hier aufhält? Wie viel kostet Mally Choice Zimmerorn? Nummer. 100 Luni, das ist noch ein Freundschaftspreis. Sie sprechen jetzt. Raus damit. Merle Choit ist im Zimmer 201. Und die hübsche Schauspielerin Becky Henn ist im Zimmer 304. Stören Sie sie nicht, sonst bekomme ich Ärger. Ja gut, das wollen wir natürlich nicht, dass der Typ hier Ärger bekommt. Will das Sly Boots auch, dass er nicht Ärger bekommt? Warum braucht der Aufzug so lange? Wahrscheinlich fahren viele Menschen hin und her. Ach, keine Ahnung. Blaine, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Ted. Aber wir haben alle entschieden, dass du sterben musst. Ted, was sagst du da? Ihr habt darüber abgestimmt, ob ihr mich tötet? Nein, nein, wir denken nicht, dass du umgebracht werden musst. Wir wollen nur, dass du stirbst. Ich fass es nicht. Wann soll ich denn sterben? Bald. Schon sehr bald. Darf ich meine Frau anrufen? Du kannst alles machen, was du willst, Ted. Ach, okay. Er sagt leider jeder immer dasselbe. Bipietri. Die reden miteinander, wie ihr hört. Um,
Ich war aus dem Weg hier. Sergeant Clean. Es gibt Berichte, dass hier im Gebäude ein roter Pipitri verloren gegangen ist. Wenn ich ihn bis heute Abend nicht finde, werde ich von meinem Posten abgewählt. Er hat also sozusagen keine Wahl. 201, wenn ich mich richtig erinnere. Pah, ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, er funktioniert nicht. Ne, Mikoto. Mann, er wird schon bald kommen. Oh, müssen wir mal wieder Schlösser knacken, während hier ein Polizist herumeiert. Na, hoffen wir mal, dass das klappt. Oh, ich habe die Folge ja schon mal aufgenommen, nur wieder dieses Stottern mit dem alten Headset gehabt. Ich hoffe, dass das jetzt im Übrigen weg ist. Ich werde die Aufnahme nur kurz halten hier, damit ich das gleich überprüfen kann, wie das jetzt mit dem Headset läuft. Wenn das Rauschen noch drin sein sollte, schaue ich, dass ich das mit Audacity rausholen kann. Das müsst ihr euch nicht antun, wenn das so ist, dann, ja. Ist zwar ein bisschen doof, weil eigentlich war im alten Headset nur das Mikrofon kaputt, wenn ich jetzt mir, weil das Mikrofon hier nichts taugt, ja, mal schauen, vielleicht tausche ich es auch um, wenn das mit dem Mikrofon hier nicht hinhaut. Auch nicht hinhaut, mal schauen. Ist ja morgen eh nochmal durch die Stadt. Und der Sound von dem Headset ist dafür, dass es 50 Euro billiger war, richtig geil. Jetzt müssen wir mal die richtigen Einstellungen mit. Also alle nutzlosen Spezialsachen grundsätzlich erstmal rausgenommen. Damit hat sich einfach nur Scheiße angehört. Tata! Mary Choid, von Abgeordneter Melpert. Nach ganzen 3 Tagen endloser Debatten beschlossen diese großmäuligen Idioten, dunkelbraun nicht zur offiziellen Farbe das nächste direkte Festival der Wahl zu machen. Wie kann ich jetzt nur dem unteren Gremium nach so einer vernichtenden Niederlage in die Augen sehen? Es tut mir leid, Choid. Denke an die Kinder. Ruhe die Journalisten. Rufe die Journalisten. Was soll ein F sein? Ich werde der Erste sein, von dem sie es erfahren. War cool, dass selbst das übersetzt wurde. Da haben die sogar Texturen ersetzt. Holpert, PS im Kühlschrank sind Kuchen. Naja. Soll dunkelbraun die offizielle Farbe des nächsten Jahres Festivals der Wahl werden? Nein. Gut. Damit haben wir die erste Frage schon mal beantwortet bekommen. Aber ich glaube, wir hatten schon in den Folgen mehr beantwortet. Aber irgendwie wohl nicht. Hm. Schau mich noch schnell um. Hier steht was. Heal Grease complete. Sehr schön. Ist ja keiner da und wir sind pleite und brauchen das Geld. Irgendwie ist Sly mein virtueller Doppelgänger. Er hat sogar einen Ledermantel, so wie ich. So, tatsächlich hatte ich mal so einen ähnlichen. Leider sieht mein neuer auch nicht mehr so gut aus wie der alte. Ich weiß nicht, irgendwie mache ich in letzter Zeit nur noch Fehlkäufe. Hm. Naja. So. Da kommt einer auf kopflose Ideen. Ach nee, der Kopf ist noch dran. Sergeant Mike, wir könnten an seinen Beinen ziehen. Das würde seinen Kopf abtrennen. Robert Chambert. Oh, Robert Chambert? Moment, war das nicht irgendeine berühmte Persönlichkeit aus unserer Welt? Sergeant Pat. Sir, hören Sie auf, mit der Aufzugstür zu spielen. Sergeant Mike, das verstößt gegen die Nutzungsvorschriften der Aufzüge. Da musste ich kurz husten. Was zum Beispiel ziemlich scheiße an dem Headset ist, hier in meinem alten Logitech hatte ich, wenn ich das Mikro mal kurz abgeschalten habe, so ein schönes LED am Ende des Mikros gesehen, ob es an war oder aus. Ich habe das zwar auch ganz gerne mal übersehen, aber das hat das hier eben nicht. Da es hat zwar auch ein LED, dazu müsste ich das Headset aber abnehmen, um das LED zu sehen. Naja. Naturqualität finde ich es aber eigentlich sogar besser als das Logitech. Wer liegt denn da? 304, glaube ich. Ne? Ach, Beckian, meine Karriere ist im Eimer.
Zuerst bekomme ich ein stinknormales Zimmer mit extrem harten Kopfkissen. Und jetzt kommen noch irgendwelche Außenwälder herein, während ich schlafe. Bitte nehmen Sie all meine Sachen mit. Das ist der Höhepunkt des Tages. Keine Panik, ich werde Ihnen nicht zusehen. Stehlen Sie wie alle Außenwälder auch. Los, fangen Sie an. Wie viele Perlen hat die? 4. Mist. Aber wenn sie uns so auffordert... Double Up Brace. Wenn sie uns schon so auffordert... So, gut, ich beende jetzt mal kurz die Aufnahme, in der Hoffnung, dass das mit dem Mikrofon und alles jetzt hin schön hingehauen hat. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss.